Wollen wir beginnen mit der Elisabeth Schmierl. Die Elisabeth Schmierl ist Gründungsmitglied von Periscope. Sie ist bildende Kunstarbeiterin, das hat sie mir explizit auch so gesagt. Sie unterrichtet am Mozarteum und ist seit 2016 Teil von Super. Elisabeth. Ja, mit dem Mikrofon ist es. Geht das so? Nein, okay. Hallo. Ich freue mich, dass ich heute hier sprechen darf. Wie Mario schon gesagt hat, es gibt so unterschiedliche Rollen, die ich seit mehreren Jahren hier einnehmen darf. Einerseits als bildende Künstlerin, das war so das Kerninteresse, und dann relativ schnell in so Plattformen und Projekte gehen, die versuchen auch für andere Kulturprojekte zu ermöglichen. Und lustigerweise so von 2006 bis 2016 sind wir jetzt mitten in dieser Initiative Super, eine Initiative für Zwischennutzung und Leerstandsprojekten, ein Ding, das kulturellen Handlungsraum schaffen soll hier in Salzburg, in einer Stadt, wo Raum sensationell teuer ist, wenn man versucht, den zu finden, den zu mieten und auch den zu nutzen, und wo diese Idee der temporären Zwischennutzung, also dieses, so wie in dem Raum hier, Öffnen von brachliegenden Potenzialen, wo das noch nicht so wirklich zu allen Akteurinnen von diesem Prozess durchgedrungen ist. Wie Mario auch gesagt hat, also ich unterrichte oder darf auch am Mozarteum unterrichten, da gibt es jedes Jahr, genauso wie von der FH, Studierende, Studienabgängerinnen, die extrem viel kreatives Potenzial auch mitbringen und haben. Und da gibt es dann so Initialprojekte, also wo man sagt, okay, von der Uni kommend oder mit Elan und Idealismus möchte man auch was realisieren, was tun. Und die Grundlage, wirklich die Grundlage von jedem Handeln und Tun ist einfach Raum, wo man zusammenkommen kann, wo man ein Projekt verwirklichen kann. Es kann jetzt öffentlicher Raum sein oder auch eben solche Räume, die sich öffnen. Und vor dem Hintergrund eben, wie teuer es ist und auch wie schwierig und teilweise auch hürdenbelastet es ist, Raum hier in Salzburg auch zu finden, also immer im Vergleich zu anderen Städten. Also wir kennen das ja aus Dresden beispielsweise oder aus deutschen Städten, die da eigentlich so Vorreiter waren bei der Zwischennutzung, wo wirklich Raum auch von Seite derjenigen, die Raum haben, abgegeben wurde zur Zwischennutzung, um auf diese Orte auch aufzupassen. Also da gibt es das Prinzip der Wächterhäuser, also wo wirklich Kreativschaffende dann Räume übernehmen und die dann auch erst wirklich verbessern. Also Gentrifizierung wäre da so ein Schlagwort, was dann auch ein Thema wird. Davon sind wir hier in der Situation in Salzburg natürlich irgendwie auch entfernt, obwohl auch vielleicht mal nahe dran, wenn man dann wirklich ein Projekt hat, das funktioniert. Aber das alles sind so Beispiele, die jetzt auch zu uns hier reinschwappen könnten. Und vielleicht hier hinten sieht man so die Seite von Super. Und ich habe gesagt, wir fangen mit der Teamseite an, weil das Beginnende oder das Zentrum von diesem Raum generieren ist wirklich diese Kommunikation, also dieses Gespräch mit diesen ganzen Akteurinnen, mit jenen, die Raum haben, die nutzen wollen, und auch mit denen, die Auflagen geben, also mit der Stadt Salzburg, mit denen, die Rechte und die Rechtssituation auch schaffen. Und das alles ist einfach sehr viel Redearbeit, ist Netzwerkarbeit, ist Kommunikationsarbeit, und die Basis dafür, dass die dann wirklich die Ideen haben und die Räume haben, unbelastet in diesen Prozess eintreten können, also das ein Projekt zu realisieren und das zu tun. Und das ist eigentlich so nach 10 Jahren Kulturarbeit das, worauf, wo ich sagen kann, das sind die Dinge, die Sinn machen, dass man eigentlich den Akteurinnen diese Bühne möglichst reibungslos auch überlassen kann. Und mit Super gibt es jetzt eigentlich so einen ersten Impuls, und ich würde euch auch alle bitte einladen, mal auf die Webseite zu sehen oder euch zu überlegen, ob es da ein eigenes Interesse gibt, sich an dem Prozess zu beteiligen. Also falls es Projekte gibt oder Ideen oder Visionen für Stadtteile oder für Leerstände, ist immer der erste Schritt, mal sich diesen Möglichkeitsraum zu erdenken und dann eben in Kontakt zu treten mit uns oder eben direkt mit den Eigentümerinnen und in diesen Prozess einzutreten, wo man sagt, wie kann man etwas umsetzen und wahrmachen, was man sich vorher nur gedacht hat.
Natürlich, das wissen wir auch in diesem ersten Prozess, gibt es auch ganz viele Dinge, die scheitern, die gescheitert sind, die nicht so gut funktioniert haben. Und auch die sind total wichtig für diesen Prozess, weil aus denen kann man ableiten, was man besser machen kann. Und das ist dann auch, wenn man ans eigene Scheitern denkt, meistens nicht die Aufgabe von denen, die gescheitert sind, sondern soll die Aufgabe von so einem Kartenschreiber, von so einem Kartografen sein, der dann lernt aus den Fehlern und für den Nächsten dann diesen Prozess vereinfacht und wieder besser aufbereiten kann. Also auch diese Leitfadenerstellung und diese Vereinfachung der Schritte ist Teil von dem, was Super bieten kann und will und wird, hoffentlich am Ende des Jahres oder auch schon früher. Und ich denke auch, dass, da bin ich wieder beim Team und bei dem Reden über diese Ideen, dass es auch ein wichtiger Teil des, gibt es diesen Begriff des Framings ist, also wie man über Dinge spricht. Und wenn man immer diese Idee des Leerstandes hat, ist das eigentlich eine sehr negative Bezeichnung. Wir versuchen eigentlich, das so in eine Art Diskussion im Sinn von Möglichkeitsräumen umzuleiten. Also wo man sagt, das sind nicht Dinge, die man wem wegnehmen will und die für sich so fest hier im Raum stehen, sondern es sind Möglichkeitsräume, wo man auch als jemand, der eine Immobilie hat, diesen Raum dann einfach wieder neu sehen kann. Und durch diese Betrachtungsweise und diesen Shift in der Betrachtung kann man eigentlich den Menschen, die Raum auch haben, mitgeben, dass sie dann Ermöglicher sind, wenn sie Raum zur Verfügung stellen. Und die Projekte, die wir bisher gemacht haben in Leerständen und auch was man so beobachtet hat, ist eigentlich das, abgesehen von Reduktion der Betriebskosten und diesen ganzen Modellen, ist hier in Salzburg sehr viel Renommeearbeit. Das ist eine Image-Sache. Raum herzugeben für Projekte kann zu einem positiven Image für diejenigen führen, die Raum hier haben. Das ist eigentlich dieses Framing, das wir jetzt hier als Super versuchen, also nicht zuletzt Super im Sinn von dieser gnadenlos positiven Konnotation von dem Prozess, der einfach positiv behaftet sein soll für alle. Und wenn man so zurückblickt, denkt, was scheitert und was durchkommt, die Art, wie man den Prozess geht, ist es eigentlich, was bleibt. Also man kann auch gut scheitern in dem Ganzen. Und ich glaube, das werden wir, bevor wir hier sagen können, also wir haben viele Projekte oder fast alle Projekte durchgesetzt, werden wir sicher auch noch ein paar Mal scheitern, das ist auch in Ordnung. Und ja, ich zeige noch, kannst du da hinklicken zu diesen Räumen noch bitte? Ach, hast du, ist eh schon passiert. Ich habe noch 3 Minuten, okay. Ich erzähle vielleicht auch, also wir arbeiten so, ja noch nicht so lange hier, also 2016 und der Anfang ist noch Zeit und wir haben eine unglaubliche Anzahl von Anfragen, von kreativen Projekten und von Visionen für Räume bekommen. Und es ist sogar so viel, dass wir noch gar nicht so viel zum Scouten gekommen sind mit den Projekten. Wir sind in Gesprächen mit der Stadt Salzburg, also mit Kultur und Wissen. Das ist so unser Kooperationspartner dort, wo es auch um die Nutzung der Immobilien von Stadt und möglicherweise auch bald Land Salzburg gehen kann, wo man sagt, okay, für Zwischennutzung wird ein Gedankenraum freigemacht. Also da ist oft einfach kein Platz. Also man kommt von A nach B und man denkt aber nicht nach an den Zwischenschritt, der dazwischen ist. Wir haben vorhin gerade darüber gesprochen, dass eigentlich von der Realisation von dem Bauprojekt bis zur Durchführung ja oft Jahre vergehen. In diesen Zeiträumen ist Zwischennutzung anzudenken oft ein leichtes. Es ist nur eine Frage, ob man daran denkt. Und ja, 3 Minuten. Ich glaube, ich habe den Faden verloren. Aber es ist auch leicht bei diesem breiten Thema. Ja, gerne noch Fragen. Ich weiß nicht, ob ich am Punkt bin oder daneben. Ich weiß, bei den Projekten war ich. Ja. Und ich wollte noch kurz sagen, auch die Rauminhaber haben sich bisher als sehr, sehr positiv herausgestellt. Und es ist wirklich so eine Art der Gesprächskultur, die man da einführen kann, die auch für die Leute Prestige gewinnen und ein Wohlbefinden auch auslösen. Also weg von dieser Debatte, ich ziehe dir den Raum unterm Hintern weg, den du eigentlich nicht hergeben möchtest, hin zu einem Shiftwechsel, es ist eine gute Situation für alle Beteiligten und man gewinnt eigentlich auf allen Seiten. Ja, danke schön.
Gibt es Fragen zu diesem Thema an die Elisabeth? Ich würde vielleicht vorschlagen, dass wir uns einmal die Vorträge anhören und einfach später dann eine ausgedehntere Diskussionsrunde starten. Ich glaube, dass das dann einfach vielleicht auch thematisch breiter werden kann dadurch. Vielen Dank, Elisabeth. Ich freue mich sehr, den Bernhard Kopf bei uns zu begrüßen, der quasi Hausherr, wenn ich dich so bezeichnen darf, oder einer der Hausherren ist. Er ist nämlich technischer Geschäftsführer der GSWB. Und die GSWB ist die größte gemeinnützige Bauvereinigung Salzburgs, die 1939 gegründet wurde und zur Hälfte im Besitz von Stadt und Land steht. Die Riedenburg-Kaserne, also das Gebäude, in dem wir uns hier befinden, gehört unter anderem seit 2012 der GSWB. Und die GSWB plant hier moderne Wohnsiedlungen. Bernhard. Ja, danke sehr. Um die Erwartungshaltung gleich zurückzuschrauben, also es wird kein Vortrag, bitte. Ich kann aber einen Erfahrungsbericht geben, was Leerstand für einen gemeinnützigen Bauträger heißt, was Leerstand für die GSWB bedeutet und wie wir damit umgehen. Die GSWB hat im Bestand rund 30.000 Wohnungen und glücklicherweise ist es so, dass Leerstand bei uns im Wohnungsbereich eigentlich keine Rolle spielt. Wenn bei uns Wohnungen leer stehen, dann ist es so, dass meist ein Mieterwechsel dahinter steckt und die Wohnung in brauchbaren Zustand wieder versetzt werden muss. Und das dauert bei uns erfahrungsgemäß zwischen 4 und 6 Wochen. Das sind die Leerstände, die es im Wohnungsbereich gibt. Es sei denn, wir haben größere Abbruch- und Neubauprojekte, wie es in der Strubbersiedlung war, dann halten wir auch Wohnungen frei, die für Absiedler als Alternativwohnstandorte angeboten werden können. Also im Wohnbereich ist Leerstand bei der GSWB an sich kein Thema. Wo Leerstand dann klarerweise eine Bedeutung hat im Bereich der GSWB oder bei Bauträgern, ist, wenn wir Liegenschaften kaufen, die noch bebaut sind. Und bisher ist die Praxis so, dass die GSWB damit so umgeht, dass wir Anfragen über Nutzungen von leerstehenden Gebäuden jedenfalls nicht für gewerbliche Zwecke unterstützen und Gebäude freigeben, aber für soziale und kulturelle Zwecke immer wieder diese Gebäude zur Verfügung stellen. Die Riedenburg hier ist ja ein gutes Beispiel. Wir haben hier Flüchtlingsquartier gehabt. Wir haben hier jetzt die Initiative Architektur, mit der wir auch über die Wandlung von dieser temporären Nutzung in eine dauerhafte Nutzung besprechen. Wir haben in Lehen, in Gebäuden, Sozialeinrichtungen, die dort untergebracht sind. Aber das ist alles eine nicht organisierte, nicht langfristig geplante Tätigkeit, die wir sozusagen als Vorfeldnutzung für die von uns immer geplante Wohnnutzung durchführen. Ich muss ganz offen sagen, dass wir und auch meine Kollegen von den anderen Unternehmen bei solchen Freigaben von temporären Nutzungen immer die Sorge haben, das ist die Hauptsorge von jedem Unternehmen, dass man die Objekte dann nicht mehr konfliktfrei frei bekommt, um dann wirklich einen Abbruch durchzuführen und dann den eigentlichen Zweck, zu dem wir da sind. Wir sind ja Wohnbauer, wir haben ja die Riedenburg auch nicht gekauft, um hier dauerhaft andere Nutzungen, sondern wir sind dafür da,
für die Menschen in Stadt und Land leistbaren Wohnraum zu schaffen. Und das ist dann immer die Sorge, bekommen wir diese Liegenschaften dann auch wieder zurück, wenn wir die Baugenehmigung erhalten haben und dann die Bestandsbauten abbrechen wollen. Also wenn man wirklich, und das wäre sicher sinnvoll und gut, das organisiert angeht, leerstehende Objekte zu temporären Nutzungen zu bekommen, dann muss man antworten auf diese, glaube ich, berechtigte Frage und Sorge der jedenfalls die gemeinnützigen Bauträgergruppen, bei den gewerblichen wird es sicher noch schwieriger werden, dass man das kriegt, sozusagen die Garantie der Freigabe für den eigentlichen Zweck. Also da scheint mir eine Plattform von Stadt und Land oder von der Stadt sinnvoll zu sein, die sozusagen diese Garantie abgibt. Ein guter Ansatzpunkt von der gleichen Konstruktion wäre ja meines Erachtens der jetzt ja auch im Wohnen in der Stadt diskutiert wird. Das war ein Vorschlag des Bürgermeisters, leerstehenden Wohnraum für den Wohnungsmarkt mobil zu machen, der jetzt einfach leer steht und nicht genutzt wird, weil die privaten Wohnungseigentümer ja ähnliche Sorge haben, nämlich die Sorge, wird pfleglich umgegangen mit meinem Mietgegenstand und kriege ihn auch wieder zurück, wenn ich für Eigennutzung brauche. Da ist jetzt ein Modell in Ausarbeitung und soll meines Wissens im Herbst beschlossen werden, wo sozusagen die Stadt diese Mobilisierung übernimmt. Wir sorgen dann für den korrekten Ablauf der Bewirtschaftung dieses und der Mieter hat die Garantie, dass er den Mietgegenstand wieder in guten Zustand zurückkriegt. Vielleicht ließe sich dieses Modell in kleinen Abwandlungen auf kulturelle Zwecke und kulturell nutzbare Leerstände ausdehnen, weil sozusagen in dieser Grundsorge, glaube ich, das Hauptthema begründet ist, warum viel ungenutzter Raum, der jetzt auch verfügbar wäre, nicht zur Verfügung steht. Das wäre einmal mein Input in die Diskussion zum Leerstand in Salzburg. Vielen Dank, Bernhard. Wir sind sehr gut in der Zeit. Zu gut eigentlich, fast in der Zeit. Wir haben nun die Margot Derenberg bei uns sitzen. Die Margot hat Geografie und Soziologie studiert, hat 2014 Paradox gegründet und ist unter anderem Teil einer Zwischennutzungsagentur mit dem Namen Bridging Potentials. Margot. Danke. Danke für die Einladung auch. Zuerst noch kurz. Es ist Paradox Bridging Potential, das haben wir in 2014 gegründet und seit mehreren Jahren von Amsterdam aus, von Deutschland aus, Erfahrungen im Zwischennutzungsbereich gesammelt. Es sind ziemlich viele Slides, aber die gehen halt durch, so Sie können halt mitschauen. Das Modell, was wir haben, ist eigentlich ein Modell, wobei wir versuchen, mit Paradox drei Probleme zu lösen. Erstens den Verlust von dem Wohnungsmarkt, Häuser, Gebäude, die leer stehen. Man kann zum zweiten gehen. Jetzt ist es umgekehrt, aber passt auch. Also man fängt dann an die andere Seite an. Man hat zwei Probleme. Einerseits den Leerstand an sich und andererseits ganz viele Menschen, Startups, Künstler mit Ideen, aber ohne Raum, die eigentlich günstige Raumbedingungen brauchen. Und damit versuchen wir durch eigentlich unseren Prozess und unsere Academy of Excellence verschiedene Räumlichkeiten zu schaffen, mit Wissenstransfer, günstige Arbeitsräumen, Kooperationsmöglichkeiten machen wir dafür ein Package für verschiedene Nutzerinnen bei uns im Haus. Ein Plus dabei, was nicht ganz unwichtig ist und für uns bei Paradox sehr wichtig ist, dass wir dadurch auch Viertel wieder attraktiv machen können. Man kann sich vorstellen, wenn da ganz viel Leerstand ist in einem Viertel, ist das natürlich sehr schädigend.
Soweit zu Paradox. Ich gehe jetzt ein auf ein von unseren größten Projekten in Wien, das Backhaus. Das Backhaus hat 4200 Quadratmeter, liegt im dritten Wind in der Marxergasse, ein ehemaliges Bürogebäude aus den 70er Jahren. Das Bundesrechnungszentrum war vorher drinnen, es liegt sehr zentral. Es gehört den drittgrößten Immobilienbesitzer Österreichs, Convert. Und wir haben von denen in 2014 dieses Gebäude übernommen. Sukzessiv, so wir haben mit weniger Fläche angefangen. Und für uns war das sehr wichtig, um das Gebäude zu öffnen für verschiedene Menschen und dadurch ein Open Call zu starten. Und wir haben das in ganz Wien ausgeschrieben in verschiedene Zeitungen und lustigerweise 5000 Rückmeldungen bekommen. Was für uns sehr schön war, weil in Österreich hört man oft oder in Wien hört man oft, dass der Innovationsgrad nicht hoch genug ist. Menschen beschweren sich darüber in Österreich selbst, was wir sehr schade fanden, weil wir haben wahnsinnig interessante Anfragen bekommen. So haben die Räumlichkeiten damals ausgeschaut. So wirklich 70 Jahre Teppichboden drinnen. Aber eigentlich als Zustand oder Substanz sehr gut zu nutzen für diese Startups. Ich gehe jetzt nicht auf die Organisationsstruktur ein. Das ist vielleicht nicht so ganz wichtig. Dies ist der Call for Projects. Es war bei uns sehr wichtig, dass die Menschen, die in dem Gebäude kommen, nach den Prinzipien von der Shared Economy miteinander Sachen teilen können. Wir haben eben 7 Stockwerke, 3 unterschiedliche Stiegenhäuser und es war wichtig, dass obwohl jeder ein eigenes Büro hat, dass da schon ein Gefühl ist, von dass man ein Gebäude zusammen teilt. So haben wir auch eine Art Community-Architektur eigentlich geschaffen im Haus, weil wir haben ein Gebäude mit einem Erdgeschoss von 650 Quadratmeter, wo verschiedene Werkstätten sind, wo auch ein paar Coworkingsplätze sind, wo jeden Tag Essen ist, wo ein Bereich ist, wo Yoga und so weiter unterrichtet wird, wo ein Think Tank-Bereich ist. Aber alle anderen Räume in dem Haus sind eigentlich durch die User, so wie wir die nennen, im Haus eingerichtet worden. So, wenn man durch das Haus geht, sind manche Räumlichkeiten so ganz rein Beton, wie man hier sieht, und manche sind ganz anders gestaltet. Hier sieht man, wie man damals eigentlich alle Tapeten nach unten geholt hat und versucht hat, etwas zu schaffen aus den Räumen. Und hier ein paar Impressionen von wie das jetzt ausschaut. Wir versuchen auch die Straßenseite und die Gartenseite zu nutzen. Wir arbeiten mit der Umgebung zusammen, um da auch auf der Straße, aber auch in dem Erdgeschoss einen semi-öffentlichen Raum zu gestalten. Hier noch ein paar andere Einblicke vom Gebäude. Wir haben seit kurzem oder seit letzter Woche gehört, dass wir in dem Gebäude, was wir eigentlich bis Ende 2016 haben könnten, jetzt eine Verlängerung bekommen haben bis 2018. Und im Rahmen dessen werden wir auch das Erdgeschoss jetzt ganz umgestalten. Diese Daten sind nicht ganz uninteressant. Wir haben im Haus 92 unterschiedliche Räume und mittlerweile 78 Startups im Haus, das sind ungefähr 250 Menschen. Und wir haben, das ist eigentlich dieses Projekt, das ist unser größtes Projekt, was wir momentan haben, aber wir haben auch 4 andere Räumlichkeiten in Wien, wo wir Co-Cooking Spaces haben, verschiedene Ateliers. Für uns war das aber wichtig, jetzt heute auf dieses Gebäude einzugehen und vielleicht auch das Prozess, worüber wir vielleicht nachher auch reden können, mit allem, wie so ein Prozess jetzt geht, von der Aufbau von einem Zwischennutzungsprojekt. Wie viel Zeit habe ich noch? Viel. Okay. Naja. Gut. Worüber soll ich jetzt reden? Ich hätte eine Frage. Ja. Fangen wir gleich an. Du bist vorher über die Organisationsstruktur so drüber gegangen. Mich würde das trotzdem interessieren. Ich habe gedacht, dass ich es nicht ganz schaffe. Das können wir gerne nochmal tun. Also wie das tretet ihr dann als Mieter quasi des Gesamthauses auf? Oder wie sind die? Wir sind im Moment ein Verein. Wir haben 7 Teammitglieder. Und wir haben, wenn Sie kurz nach der ersten Slide gehen, wie wir es angefangen haben, genau. Wir haben angefangen eben als Paradox, ein Verein mit Convert, den Eigentümer und der Stadt Wien, die uns am Anfang ein wenig geholfen hat in dem Prozess, haben wir das Gebäude bekommen.
Und dabei haben wir Ambassadors gehabt. Die Ambassadors waren für uns ganz wichtig, um den Open Call zu gestatten, weil wer sind wir, um von all diesen Anmeldungen jetzt die rauszupicken, die eigentlich die besten sein sollten. So, wir haben für jeden Bereich, für Technologie, für soziale Sachen, für Kunst, wir arbeiten mit Universitäten zusammen auch, haben wir verschiedene Ambassadors gehabt, die uns geholfen haben. Und dann im zweiten Phase haben wir eben verschiedene Startups gehabt im Haus. Wir haben mit den Nachbarschaft zusammengearbeitet und wir arbeiten zusammen mit 5 unterschiedlichen Universitäten. Ich gehe vielleicht nicht ganz auf die Frage ein. Ja, also wie habt ihr das dann organisatorisch gelöst? Seid ihr als Verein jetzt Mieter des Hauses? Wir sind als Verein, haben wir einen Zwischennutzen. Wir haben am Anfang ein Prekarium unterschrieben und jetzt seit 5 Monaten einen Mietvertrag. So, wir haben angefangen mit Betriebskosten, den Preis, den wir gezahlt haben, so unentgeltlich eigentlich. Und das haben wir inklusive aller Kosten wie Internet und so, das zahlen anteilsweise all unsere User im Haus. Wir werden aber in ein halbes Jahr vielleicht in GmbH werden. Verschiedene Gründe, weil das einfach ist und auch weil wir jetzt mehrere Projekte haben. Aber für jetzt haben wir eine Vereinsstruktur, wobei wir die Verantwortlichen sind und die Verantwortung tragen. Und das Rechtsverhältnis zu den Nutzern? Gibt es da einen Untermietvertrag? Die haben auch einen prekären Vertrag. Mit Ihnen? Mit uns. Ja. Ich weiß nicht, soll ich kurz etwas über einen Prekariumvertrag erzählen? Es gibt natürlich ein normales Mietvertrag, wobei man Kündigungsfrist hat und so weiter. Beim Prekariumvertrag ganz einfach gesagt, das ist eine Mietleihe und dabei ist es eigentlich so, dass es eine Gebrauchsübereinstimmung zwischen Nutzer und Eigentümer ist eigentlich und dabei zahlt man nur die Betriebskosten, die normalerweise in der Höhe liegen, was du glaube ich auch schon gezeigt hast, zwischen der 2 und der 4 Euro pro Quadratmeter, abhängig von wie ein Haus jetzt ausschaut und was es hat. Und dafür kann man jederzeit gekündigt werden eigentlich. So, man hat wenig Rechten. Im Falle von unserem Gebäude war das am Anfang eigentlich gar nicht so ein Problem, weil mit 4200 Quadratmeter, das wird nicht von einem Tag auf den anderen Tag verkauft. So, für uns war das eigentlich sehr positiv. Mittlerweile zahlen wir einen symbolischen Betrag von 1 Euro Miete. So, jetzt zahlen wir insgesamt 5 Euro pro Quadratmeter, weil die Betriebskosten so um die 4 Euro waren. Gut. Noch immer Zeit? Okay. Und dann habe ich 10 Minuten geredet. Ich habe gedacht, ich darf nur 10. Vielleicht ist interessant zu erzählen, für uns war es sehr wichtig, um sehr viele unterschiedliche Menschen im Haus zu haben, um ein sehr hybrides Projekt aufzubauen hier, wobei man eigentlich eine Stadt in einer Stadt hat. Im vorherigen Projekt haben wir oft einen Fokus gehabt auf Architekten oder auf Künstler und in diesem Projekt fanden wir es sehr wichtig, dass da auch junge Steuerberater im Haus sind oder junge Physiotherapeutinnen, so dass man eigentlich untereinander netzwerken kann, aber auch die Fähigkeiten und die Skills voneinander nutzen kann. Am Anfang haben wir das davon sehr viel erwartet eigentlich, das war dann noch nicht alles, irgendwie ist noch nicht zum Rollen gekommen. Mittlerweile sind wir jetzt 2 Jahre dort und sieht man wirklich, dass wenn jemand einen Fotograf braucht oder Renderings oder wenn da Marketing gemacht werden muss oder ein Steuerberater gebraucht wird, dass man untereinander diese Fähigkeiten austauscht und das funktioniert eigentlich sehr gut. Das ist sehr interessant. Das ist auch etwas, was wir im Projekt, was wir jetzt starten werden, in einem anderen Bezirk, wobei wir wieder ein Bürogebäude nutzen werden, beibehalten werden, um eigentlich wirklich unterschiedliche Disziplinen die Chance zu geben, in dem Gebäude etwas zu entwickeln. Und auch nicht nur ganz junge Projekte oder ganz startende Projekte, dass wir die reinhaben wollen, aber eher auch manche, die etwas etablierter sind, die zahlen vielleicht dann auch ein bisschen mehr, aber dabei können die einander viel besser unterstützen. Soweit. Ja? Vielen Dank, Margot.
Wir kommen nun zu einem sehr interessanten Projekt, das auch ich kenne, weil ich selber schon ein paar Mal dort war, und zwar Disposed. Der Fabian ist hier und wird etwas über Disposed erzählen. Bei Disposed handelt es sich um einen Verein für interdisziplinäre kulturelle Vernetzung und Leerstandnutzung. Es geht dabei darum, Orte zu etablieren, die Freiräume für Ideen bieten. Seit 2011 wird zum Beispiel auf dem Gelände der Rauchmühle das alte Gardinenhaus genutzt. Das wird genutzt, um ein Quartier zu bieten, zum Arbeiten, zum Ausstellen und zum Veranstalten. Fabian. Ja, danke für die kurze Vorstellung. Ich werde versuchen, über unser Projekt gar nicht so viel zu erzählen, sondern auch eher über das Thema Leerstand und vor allem Zwischennutzung zu reden, aber aus der Perspektive, aus dem Standpunkt, wie wir es jetzt kennengelernt haben. Und eben kurz zu unserem Projekt. Das Ganze ist als Masterprojekt an der Fachhochschule Salzburg entstanden, im Studiengang Multimedia Art, und wir sind ein 7-köpfiges Team aus verschiedenen Schwerpunkten, Designern, Audioleuten und auch 3 Leuten aus dem Management-Schwerpunkt. Und die anfängliche Idee ist unter anderem auch inspiriert gewesen von Warhol's Factory. Es ging immer darum, irgendwie einen Raum herzunehmen und den auf ganz verschiedene Arten und Weisen zu nutzen. Und letztendlich war das Projekt auch von unserer persönlichen Motivation getrieben, eben so einen Freiraum zu schaffen. Und jetzt von der Projektentwicklung her, wir haben im Herbst 2014 eben mit der Idee begonnen und dann ein Konzept entwickelt, bei dem wir immer den Hintergedanken hatten, dass wir versuchen werden, in den 2 Jahren des Studiums auch einen Raum zu finden, in dem wir das Projekt in die Praxis umsetzen können. Nichtsdestotrotz hatten wir am Anfang natürlich keinen Raum und haben an einem Konzept gearbeitet, wie man solche Räume zwischennutzen kann, und haben uns da Gedanken drüber gemacht, wie man solchen Leerstand letztendlich dann als einen kreativen Ort etablieren kann, zum Arbeiten, zum Ausstellen und auch zum Veranstalten. Und was uns von Anfang an auch immer begleitet hat, dass dieser Raum in irgendeiner Form Pluralismus ermöglicht, durch seine Zugänglichkeit und auch durch die Struktur, die er vorgibt oder eben nicht vorgibt. Wir haben uns damit auch auf kreativwirtschaftliche Problematiken, auf Wandlungsprozesse darin bezogen und auch auf strukturellen Wandel in der Gesellschaft, zum Beispiel das, Leerstand in Kernstadtbereichen oder gerade in kleineren Städten entsteht wegen zu hohen Mietpreisen, wo es oft schade ist, dass die ungenutzt bleiben. Und solche Hintergründe sind dann zum Beispiel prekäre Arbeitssituationen in der Kreativwirtschaft, die sich dann durch die Flucht in die Selbstständigkeit abzeichnet und die Suche nach neuen Arbeitskonzepten jenseits von konventionellem Verständnis von Arbeit. Und damit einher geht natürlich auch die Suche nach Raum. Ein anderes Thema gesellschaftlich wäre zum Beispiel eine Ästhetisierung der Gesellschaft, von der in der Literatur gesprochen wird, und eine zunehmende Bedeutung von Kreativität. Und darauf haben wir versucht, mit dem Konzept in irgendeiner Form eine Antwort geben zu können und zumindest Erkenntnisse über Lösungsansätze, wie man sowas gesellschaftlich einbetten kann, zu finden. Das Ziel war eben, diesen Raum als Knotenpunkt zu schaffen für ein möglichst offenes, pluralistisches Netzwerk, ein Ort, an dem sich ausgetauscht wird, an dem sich Menschen treffen, an dem es lebt und an dem auch Wissen natürlich vermittelt wird durch den Austausch, ein Ort, an dem aktiv Kultur gestaltet wird und der auch auf diese Weise dann ein kollektiver Ort ist, weil er erst zu dem Ort wird durch die Menschen, die dort drinnen interagieren, arbeiten oder anderen Leuten Inhalte präsentieren.
Und was uns dabei sehr wichtig ist, dass wir eben nur eine grundlegende Struktur vorgeben und prinzipiell sich der Raum modular an das, was darin geschieht, was die Leute darin geschehen lassen, anpasst. Also wir wollten gar nicht diejenigen sein, die den Inhalt bieten, sondern wir wollten nur über das Konzept und jetzt durch den Raum den Rahmen bieten. Und eben parallel zu dieser Konzeptentwicklung haben wir nach Räumen gesucht, fast ein ganzes Jahr lang. Wir haben über 20 Leerstände in Hallein und in Salzburg angeschaut, uns mit Immobilienmaklern getroffen, haben da eben dann auch schon gemerkt, dass ohne Netzwerk wir dann nicht weiterkommen werden und haben dort schon angefangen, bei der Raumakquise uns ein Netzwerk aufzubauen und haben darüber immer wieder interessante Objekte gefunden. Und vielleicht noch kurz zur Suche. Wir haben gesucht ganz am Anfang nach circa 200 Quadratmetern, haben eher an Industriehallen gedacht, an Supermärkte, Leerstehende, an günstige Flächen, an Lagerfläche, um das Ganze leistbar zu machen. Der Knackpunkt dabei ist immer, 7 Studenten ohne Budget suchen einen Raum, der möglichst groß sein soll, am Ende noch möglichst schön, also altschön, sage ich jetzt mal, und im besten Fall mitten an der Salzach. Der einzige Vorteil, den wir da bei der Suche hatten, ist der Welpenschutz als Studenten. Wir hatten zumindest unser Brot finanziert und mussten nicht damit auch noch Geld verdienen. Diese Raumakquise hat sich dann als sehr interessant und auch sehr aufwendig herausgestellt, und es geht dabei immer darum, dass eben diese gemeinnützige Idee auf einen kapitalistischen, ohne dass ich jetzt kapitalistisch positiv oder negativ bewerten möchte, aber auf einen kapitalistischen Immobilienmarkt, der natürlich letztendlich irgendwo Geld verdienen möchte. Und die Schwierigkeit ist hier genau, die Brücke zu schlagen. Und da haben wir jetzt den Bezug zu dem Thema auch Wert und Haltung wieder. Wir haben da mittlerweile oder in der Zwischenzeit sehr interessante Gespräche gehabt, sowohl mit Salon Franziska, mit Super, mit den Architekturtagen und anderen Teilnehmern, und sind immer wieder drauf gekommen, dass es einfach so viel Überschneidungen gibt, aber dass man auch immer wieder an diesem Thema Wert und Haltung hängen bleibt. Und diese Brücke galt es eben zu überbrücken, und bei uns hat das Ganze sich dann positiv gefügt. Wir sind in Kontakt mit Prisma gekommen. Das war ein 4-monatiger Prozess von der Akquise oder vom Kontakt mit Prisma, bis wir dann letztes Jahr im Herbst auch ein Prekarium in Form eines Bitleihvertrags, die Räumlichkeiten auf dem Gelände der alten Rauchmühle, das alte Müllerheim, dort übernehmen konnten. Und ich möchte jetzt nicht weiter erzählen, wie es bei uns weitergeht. Wen das interessiert oder wer da mehr darüber wissen möchte, ist herzlich nächste Woche zu unserer Ausstellung eingeladen. Sondern ich möchte näher auf diesen Vermittlungsprozess eingehen. Und zwar war das bei uns ein Vermittlungsprozess zwischen 3 Parteien. Die eine Partei sind wir, die andere Partei ist in dem Fall Prisma, die die Räumlichkeiten zur Verfügung stellen kann, und die dritte Partei ist bei uns die Fachhochschule als, sagen wir jetzt mal, Projektauftraggeber oder zumindest in dessen Rahmen sich unser Projekt dann im Großen einordnet, und die galt es jetzt irgendwie zu synchronisieren, eben genau wieder unter dieser Hürde, dass da ganz verschiedene Standpunkte reinkommen und die gilt irgendwie zu vermitteln. Und wir hatten das Glück, dass wir bei Prisma mit dem Herrn Bonomo und auch später mit dem Herr Rauch, dem Eigentümer des Geländes oder jetzt Miteigentümer des Geländes, auf 2 sehr engagierte Leute gestoßen sind, die von Anfang an von unserem Projekt überzeugt waren. Prisma mit Sicherheit auch mit dem Hintergrund der Standortentwicklung dort, aber es eben, wie gesagt, es war ein 4-monatiger Prozess, der von allen Seiten Geduld erfordert hat und letztendlich
dann wir die Unterstützung durch die FH bekommen haben und damit letztendlich zu diesem Prekarium gekommen sind. Und dieser Prozess eben, der beschreibt, finde ich, sehr gut die Hürde, die Hürden, die man in Anspruch nehmen muss, um Leerstand zu nutzen. Und das ist genau das, wo wir alle jetzt, wie wir hier sitzen, dran arbeiten können oder wo wir auch versuchen, mit Dispost dran zu arbeiten. Eben in diesem Kontext, wir reden da immer von niederschwelliger Kultur oder von Low Culture. Es geht dabei aber nur darum, das Ganze von klassischer Hochkultur abzugrenzen und nicht das jetzt irgendwie runterzureden. Und jetzt wieder anhand von dem möglichen Szenario bei Dispost wird irgendwann es jetzt so sein, dass das Quartier abgerissen wird. Es war uns von vornherein klar, dass das so sein wird, dass es ein begrenzter Zeitraum ist. Und es war interessant für uns, eben mit diesem halbwegs festen Ende zu arbeiten. Jedenfalls stehen wir jetzt dann irgendwann wieder vor der Frage, neuen Raum zu suchen und wieder aufs Neue vor diesen Hürden der Leerstandsakquise. Und mittlerweile ist es so, dass dieses Thema Bedarf nach Raum bei vielen Leuten angekommen ist. Elisabeth, ihr habt jetzt eine Initiative gegründet, das spricht, finde ich, schon Bände, auch bei der Stadt und eben bei dem Amt für Kultur und Wissen ist das Thema mittlerweile angekommen. Und es liegt, glaube ich, auf der Hand, dass es einen Bedarf dafür gibt. Und um das zu ermöglichen, dass solcher Leerstand genutzt wird, sehe ich so, dass der erste Schritt, der gemacht werden muss, eben diese Bewusstseinshürden zu durchdringen. Und das funktioniert am besten, wenn eben diese ganzen Initiativen, die hier anwesend sind oder Leute, die sich dafür engagieren, kollektiv auftreten, um eben diese Akzeptanz für solche Projekte, die oft als künstlerische Projekte bei so einem Publikum wie Immobilienmakler eher kritisch konnotiert sind, dass man dafür Akzeptanz schafft und eine Vertrauensbasis herstellt, auf der man arbeiten kann. Und so wird dann die Basis hergestellt für ein Wertesystem, das es ermöglicht, zwischen diesen Parteien zu vermitteln und dass in Folge hoffentlich häufiger solche Zwischennutzungen möglich sind und dort aktiv Kultur gestaltet wird. Vielen Dank, Fabian. Der fünfte Teilnehmer und damit auch der letzte Teilnehmer und Präsentierer ist der Udo Heinrich. Udo Heinrich hat in Stuttgart Architektur studiert, ist seit 25 Jahren Salzburger, obwohl er vorher gesagt hat, er ist Ausländer. er ist unter anderem ein Vorstand der Initiative Architektur und seit 15 Jahren selbstständiger Architekt. Ja, danke für die Einleitung. Ich wollte das vielleicht jetzt etwas grundsätzlicher noch einmal betrachten. In Wien stehen 10.000 Wohnungen leer und 700.000 Quadratmeter Bürofläche. Eine Fläche, die für insgesamt unglaubliche 40.000 Personen reichen müsste. Kein Kanalanschluss, keine Erschließungsstraße, kein Stromkabel müsste dafür neu gebaut und verlegt werden. Alles ist schon da, alles schon von der Gesellschaft als von uns finanziert und bezahlt. In der Stadt Salzburg sind nach einer Studie des SIR aus dem Jahr 2015 immerhin 4.800 Wohnungen, die leer stehen. Davon sind nach Aussage des SIR 3.500 theoretisch mobilisierbar. Um das zu verbildlichen, hier auf dem Areal der ehemaligen Riedenburg-Kaserne, dem größten Bauplatz momentan der Stadt, werden 330 Wohnungen entstehen. Demgegenüber ist der mobilisierbare Leerstand 10-mal so groß. Das entspricht 45 der berühmten Fußballfelder.
Und darüber hinaus steht noch eine erkleckliche Quadratmeteranzahl an Büro- und Gewerbefläche leer. Wir sind also weit weg von Einzelfällen. Es geht um gewaltige, um städtebauliche Dimensionen. Die Baukosten der 330 Wohnungen, die hier errichtet werden, so über den Daumen, vielleicht 40 Millionen Euro, die dafür investiert werden müssen. Hochgerechnet auf die 3.500 Wohneinheiten, die mobilisierbar sind, entspricht das 400 Millionen Euro. Wohlgemerkt, dieses Geld müsste nicht finanziert werden. Bei Neubauten dagegen schon, und zwar im Regelfall mit der Wohnbauförderung. Und die wird natürlich wiederum von jedem steuerzahlenden Bürger finanziert. Zudem müssen als Ersatz neue Wohngebiete aufgeschlossen werden, Kanäle gebaut werden, Straßen errichtet werden, der öffentliche Verkehr dorthin geführt werden, Flächen verbraucht werden. Gesamtwirtschaftlich entsteht ein großer Finanzierungsbedarf und im Umkehrschluss könnte man auch sagen, durch die Nichtnutzung des Leerstandes entsteht ein volkswirtschaftlicher Schaden. Gleichwohl kann jeder Wohnungseigentümer seine Wohnung ganz legal leer stehen lassen, aus welchen Gründen auch immer, weil er es sich leisten kann oder weil er schlicht keinen Ärger haben möchte. Das Privateigentum ist in Österreich sehr gut geschützt, seine Rechtsstellung annähernd schrankenlos. Dagegen heißt es beispielsweise im Artikel 14 des deutschen Grundgesetzes immerhin, Eigentum verpflichtet. Sein Gebrauch soll zugleich dem Wohle der Allgemeinheit dienen. Demzufolge kann es auch sein, dass beispielsweise ein Tübinger Oberbürgermeister private, leerstehende Wohnungen beschlagnahmen lässt, um dort zum Beispiel Flüchtlinge einzuweisen. Natürlich nicht kostenlos, sondern gegen Mietersatz. Es würde sich also lohnen, meiner Meinung nach, über eine Gesetzesreform zu diesem Thema nachzudenken. Unter Umständen mit nur einem Satz hätte man entscheidend zur Problemlösung beigetragen. Zumindest hätte man wirkungsvollere juristische und politische Hebel in der Hand. Die Zusammenhänge sind, wie dargestellt, doch eigentlich sehr einfach. Neue Wohnungen kosten Geld, immens viel Geld, gefördertes, das heißt steuerfinanziertes Geld. Das heißt, wir alle zahlen zusätzliche Steuern, nur damit Eigentümer Wohnungen ganz legal leer stehen lassen dürfen. Das ist angesichts des Wohnungsmangels aller Orten zumindest äußerst unsolidarisch. Ungenutztes Bauland ist ebenfalls eine Form des Leerstandes. Es ist nicht mehr hinnehmbar, wenn gewidmetes Bauland möglicherweise aus spekulativen Gründen gehortet wird. Seit Jahren ist das Problem erkannt, allein die Maßnahmen dagegen haben bisher kaum gefruchtet. Dabei ist letztlich die Angst, dem Eigentum neben ihren Rechten auch Pflichten zuzumessen, unbegründet. Das Areal der Riedenburg-Kaserne ist hier ein ganz gutes Beispiel. Mit der Widmung als Kaserne sind die vielen Quadratmeter hier ohne Wert. Erst durch die Umwidmung in Bauland wird es wertvoll. Und der ursprüngliche Eigentümer, ich rede hier wohlgemerkt von der SIFBEC, eine Gesellschaft des Bundes, bekommt einen enormen Wertzuwachs. Ja, man muss es so sagen, geschenkt. Mit Fug und Recht kann deshalb die Zivilgesellschaft städtebauliche Qualitäten definieren und zum Beispiel Errichtung von Grünflächen oder Nutzungsdurchmischungen oder Erhalt von bestehender Bausubstanz, zum Beispiel für solche niederschwelligen Angebote, auferlegen. Es ist doch ganz klar, bedingungslose Geschenke gibt es nur bei Oma und Opa. Die Eigentümer müssen für einen solchen Wertzuwachs der Gesellschaft etwas zurückgeben, eine Gegenleistung erbringen, eigentlich das kleine Einmaleins der Marktwirtschaft. Die stadtplanerischen Hebel hätte die Stadt über die Widmungsfestlegung eindeutig und fest in der Hand. Allein sie hat sie in den letzten Jahren fahrlässig nicht genutzt. Weder hier in der Riedenburg-Kaserne, noch in der Strober-Kaserne, noch in der Rauchmühle. Stimmt, gerade in der Riedenburg-Kaserne.
Man hätte zum Beispiel Erdgeschosszonen freilassen können. Ich meine, das ist keine Kritik an euch, jetzt vielleicht können wir nachher darüber diskutieren. Es gibt löbliche Ideen zur Zwischennutzung. Wir haben zwei davon gehört, drei davon jetzt schon gehört. Es gibt auch weitere. Zum Beispiel ein interessanter Ansatz, finde ich, ist eine Studie Rehabitat von Julia Lindenthal und Gabriele Marz. Sie haben beleuchtet, was passiert mit den vielen Einfamilienhäusern, mit den Traumhäusern im Grünen, wenn die Kinder groß und aus dem Haus sind und einer der Partner möglicherweise abhanden gekommen ist. Wir kennen auch aus dem Verwandtenkreis viele solcher Beispiele. Die Mutter, die alleine in einem 160 Quadratmeter Haus wohnt. Das sind wohnpotenziale Omas. An Planbeispielen wird in der Studie dargelegt, wie daraus mit einfachen Mitteln betreutes Wohnen, Wohn-WGs, Wohnen für Jung und Alt, ein Multifunktionshaus oder Wohnen und Arbeiten wird. Andererseits brauchen wir auch einen gewissen Leerstand. Wir brauchen Beispiele, den leeren oder den freien Außenraum im Stadtgebiet. Sowieso zum Durchatmen, zur temporären Nutzung, vielfältigen Nutzung, das ist klar. Max Rieder hat im diesjährigen Turn-On-Vortrag in Wien das so formuliert, ich zitiere, ein bemerkenswerter Aspekt des Öffentlichen wird im Begriff Freiraum manifest. Der anregendste Freiraum für eine nicht komplett vertrottelte Gesellschaft ist der nicht gestaltete, temporär aneigenbare Raum. Die Leerräume sind die unanimierten Spielräume und sinnbildlich sind sie die latenten Rehab-Zentren der Stadt. Leer- oder Freiräume, also undefiniert offene Nutzungsräume, früher Städten genannt, gibt es deshalb überhaupt nicht mehr. Wir haben keine Rehab-Center, Städten mehr. Unsere Rehab ist im touristischen All-Inclusive Out of Europe angesiedelt. Wir brauchen also immensen Mut, inmitten der Stadt etwas scheinbar Nutzloses, extensiv Betreutes zuzulassen. Außerdem brauchen wir, Beispiele haben wir gehört, die leerstehenden alten Gewerbehallen oder Büroräumlichkeiten. Diese sind Existenz und stehen einer Nutzung zur Verfügung. Sie sind billiger und damit für eine kreative, junge Nutzung erst attraktiv. Eine Gesellschaft braucht die jungen Wilden und Kreativen, die Start-ups. Sie erneuert sich mit ihnen und ohne sie eben nicht. Und deshalb liegt es im eigenen Interesse, ihnen auch den nötigen Raum, niederschwellige Angebote zu geben. Gerade in der Mozartkugel geschwängerten Touristenstadt Salzburg, die ihre Jugend und Studenten nicht halten kann, wäre das wichtig. Freilich könnte im Notfall immer besetzt werden, so wie das vor einigen Jahrzehnten, Ende der 70er Jahre, fast ist man geneigt zu sagen, Usus war. Gestern fiel in der Rauchmühle der Ausdruck, man hätte sich vor 30 Jahren die Räume einfach genommen. Das klingt netter. Diese, wenngleich mit heftigen Kämpfen verbundene Aneignung, hat sich rückblickend als stadträumlich und gesellschaftlicher Jungbrunnen herausgestellt. Die Hafencity in Hamburg oder Berlin-Kreuzberg legen Zeugnis davon ab. Instandbesetzungen, Polizeiaktionen, Straßenkämpfe oder gar der Tod eines jungen Besetzers waren damit verbunden. Letztlich aber änderte die Politik ihre Ziele aus einer Flächensanierungspolitik, Marke Tabula Rasa, wurde eine Politik der behutsamen Stadterneuerung. Heute, 30 Jahre später, ist aus dem einst heruntergekommenen Berlin-Kreuzberg eines der angesagtesten und angesehensten Stadtviertel geworden. In Salzburg ging die Arge Nontal aus einer solchen Hausbesetzung hervor, kräftige Impulse also. Ob man zuraten soll, ist fraglich. Im Jahr 2014 ging in Wien in der Leopoldstadt 1454 Beamte gegen gerade einmal 19 Hausbesetzer vor. Also so wie ihr das macht, ist es eindeutig intelligenter. Also man soll nicht zuraten, Geschichte wiederholt sich nicht, aber es sind neue Ansätze erforderlich. Und die Geschichte beweist,
Engagement lohnt sich. Vielen Dank für 5 extrem spannende und interessante und vielseitige Vorträge. Wir sind perfekt in der Zeit. Wir haben eine halbe Stunde der Diskussion. Ich möchte da auch jetzt gleich etwas ins Feld werfen. Ich habe in Wien gelebt, in der Burggasse, und wir hatten am Fuße unserer Straße ein riesiges leerstehendes Gebäude. Dort ist in 5 Jahren, wo ich gewohnt habe, nichts passiert. Plötzlich wurde das Haus besetzt von 5 oder 6 Personen. Das wurde dann auch mit großem Polizeitatam geräumt, das Gebäude. Es war in den Medien, und dieses subjektive Eindruck von mir, dieses Medieninteresse hat dann vielleicht auch getriggert, dass mit dem Gebäude plötzlich etwas passiert ist. Das heißt, es wurde dann zu einem Hotel umgebaut. Meine Frage an die Runde ist, zur Leerstandsnutzung, wie sie jetzt zum Beispiel hier gemacht wird, oder auch Besetzungen oder so etwas wie Dispose, löst das einen Druck auf Firmen aus, die Leerstände haben oder halten, dann tatsächlich etwas zu machen mit diesem Leerstand? Also ich kann da ganz gut anknüpfen, weil ich hätte ohnehin noch ein kurzes Fazit gehabt, weil das besonders bei dir, Elisabeth, und bei dir auch noch gekommen ist, und bei mir ist das, glaube ich, ein bisschen untergegangen. Und zwar kann man, finde ich, sagen, es geht nicht um Verdrängung oder Abwehr oder eben um die, ich sage jetzt mal, aggressiv autonome Besetzung von Gebäuden, sondern, wie du gesagt hast, der Platz ist ja zur Genüge vorhanden. Also es geht lediglich darum, Raum zu schaffen für das, was wir in unserem Konzept als kulturelle Praxis bezeichnen, was ich vorher auch mit Low Culture versucht habe zu erklären. Und darunter fällt auch das, was hier jetzt stattfindet, in meinen Augen. Und es geht nur darum, diesen Freiraum dafür zu schaffen, ohne etwas anderes zu verdrängen. Und deswegen sehe ich es auch nicht so, dass für die Firmen dabei ein Druck entsteht, sondern eher eine Möglichkeit. Du hast es auch gesagt, man könnte auch sagen, es entsteht volkswirtschaftlicher Schaden durch diesen Leerstand. Und auch für die Unternehmen zum Beispiel, die sich mit solchen Standortentwicklungen befassen, besteht die Möglichkeit, dadurch den Standort schon in den 2 bis 15 Jahren, wo dort gebaut wird oder geplant wird, zu nutzen und eben weiterzuentwickeln. Ja, ich wollte auch nur kurz was dazu sagen. Also es gibt ja diesen schönen Begriff, wo man sagt, steht das dafür? Und das ist ungefähr das, was ich mir vorstelle bei diesem besetzten Haus. Also man lässt was vielleicht 5 Jahre leer stehen und dann wird es besetzt und dann kommt dieser Polizeitamtam und dieses große Drama, und dann kann es schon sein, dass man sich denkt, dass jemand, der ein Haus hat, steht das dafür? Habe jetzt da am Hals diesen ganzen Trara. Und im Bereich der Zwischennutzung ist diese Frage auch immer wieder so eine Sache. Also die privaten Hausbesitzer, die wir jetzt kennengelernt haben, die wollen eigentlich einen relativ reibungslosen Ablauf dieser Weitergabe haben. Also wo man sagt, okay, der Benefit muss hoch sein, aber eigentlich wollen wir keinen Mehraufwand. Wir wollen nicht dieses Drama haben, wir wollen nicht vielleicht irgendwie eine Räumung initialisieren und sowas. Und auch wieder dieser Kern der Frage, steht das dafür? Ja, wir wollen uns engagieren, aber mit slickem Aufwand, also nicht dieses Big Drama. Ja. Und auf der Seite von denen, die Projekte machen, ist ja auch nicht anders. Die haben Input und Herzblut da dran und scheitern das erste Mal, und dann denken sie sich ja, Idealismus, steht das dafür? Vielleicht tue ich dann besser in die Schublade und lasse das bleiben und gehe weiter zu anderen Ufern. Und so entstehen dann oft so Dinge, die so abgeklärt und zweckpragmatisch klein gehalten werden. Und aus diesen kleinen Haltungen werden eigentlich nie schöne große Projekte und Werte. Das wird immer so dieser Minimalzustand bleiben. Und Leerstand ist oft dieser Minimalzustand, dieses Nix. Und
wenn man mit so einfachen Fragen, wie Sie vorher gestellt haben, ja, wie ist es, dass man die Leute wieder los wird? Das ist ja ganz eine konkrete Frage, wo man super toll anknüpfen kann und wo es auch ganz eine konkrete Antwort drauf gibt. Solche Minimalzustände, solche Nichtsdinge ausräumen kann, dann ist das eigentlich so eine Mehrwertdebatte, in der wir drinstehen, wo man sagen, ja, es steht dafür, weil eigentlich sind diese Antworten auf die Fragen, wenn man mal ein Problem so konkret formulieren kann, gar nicht mehr so schwer zu finden. Und dafür muss man sich eigentlich, und das ist auch wieder diese Dreieinigkeit, jemand, der das dann vielleicht weiß oder das Wissen beschaffen kann und die Leute, die die Fragen in den Raum stellen, dazu müssen die Leute zusammenkommen und dann kann aus dem Nix etwas werden, ja. Und wenn es nur für bestimmte Zeit ist, glaube ich, öffnet natürlich die Möglichkeit, die dann solche offenen Räume haben, auch in den Köpfen von allen Beteiligten, da öffnet sich eine neue Sichtweise. Und ja, das... Ja, ich würde... Danke. Um daran anzuschließen, ich glaube auch, dass sehr wichtig ist, wie Sie auch schon angesprochen haben und wie du auch angesprochen hast, dass Besetzung etwas komplett anderes ist als Leerstandsnutzung und dass es eben ganz gefährlich ist, weil durch viele Menschen wird es noch immer als etwas Ähnliches gesehen. Wir sehen es und ich glaube, da sind wir alle der Meinung, dass Zwischennutzung etwas ist, wobei man lernen muss, auf Augenhöhe für beiden Seiten mit dem Immobilienbesitzer zu arbeiten und dass man nur nachhaltig etwas gestalten kann, wenn alle einander als normale Partner sehen. Und bei uns ist das mittlerweile, wir sind auch schon 2 Jahre dort mit Converso. Das ist sehr interessant, dadurch kann sich auch viel mehr entwickeln und dadurch ist die Angst auch großteils weggeräumt. Und natürlich sind es die Verträge und ganz kleine Maßnahmen, wie man das alles so gestalten kann, dass da weniger Angst ist. Dafür war es bei uns auch wahnsinnig wichtig, um ein tatsächliches reales Gebäude aufzubauen, obwohl wir alle mit unserer Dissertation über Leerstand beschäftigt waren, fanden wir es wichtiger, um eigentlich zu überzeugen an alle Menschen, die jetzt nicht hier sitzen, weil ich schätze, dass es alle hier ähnliche Meinungen haben, dass es etwas Positives sein soll für eine Stadt oder für ein Land, wenn man etwas nützt. Und auf die Frage zurückzukommen, wie das ist, ob das Gebäude dann oder Immobilien schneller entwickelt werden nachher, was ich zum Beispiel bei uns sehe, bei uns im Haus, dass die eigentlichen Pläne, die für das Haus da waren, jetzt weiter und weiter weggeschoben waren und wir auch versuchen, mit den Eigentümern, um irgendwie eine Möglichkeit zu finden, um vielleicht mit unserer Gruppe das ganze Haus zu kaufen. Was sich vielleicht für manche lustig anhört, aber kostet nämlich 10 Millionen Euro, ist nicht so günstig. Haben wir natürlich auch nicht, aber man kann natürlich auch nach Modellen suchen, um solche Projekte dann nachhaltig zu gestalten, durch mit ganz vielen im Haus eigentlich zusammen etwas anzukaufen. Insofern kann es auch wieder so sein, dass es nachher so ist, dass durch verschiedene Projekte das dann eigentliche Entwicklung sich wieder verschiebt. Als offene Diskussion ist natürlich die Aufforderung an alle Zuhörer im Auditorium, auch selbst Fragen zu stellen. Wir haben eine Wortmeldung. Bitte. Stefan Heitzinger, ich bin auch bei Super dabei. Ich wollte jetzt nur kurz auf den letzten Vortrag, der sehr spannend war, noch eingehen. Also aus unserer Sicht, wir vermitteln ja nicht Wohnräume, muss man auch sagen, aber die Ängste sind da der Eigentümer. Man hat es ja auch gemerkt, kriege ich die Leute wieder los. Ja? Und diese Szenarien, wenn man die schürt, der Hausbesetzung, das ist tief in den emotionalen Hirnstrang der Eigentümer und Eigentümerfirmen verhaftet, sind eigentlich für die Zwischennutzung schädlich, weil wir auch da sind, diese Ängste zu nehmen und sagen, wir machen das auf Vertragsbasis, es gibt ja genug Verträge, also da kommt keine wilde Horde, die sich ankettet an den Gittern und dann von der Polizei weggeführt werden muss. Das ist eben alles nicht so. Aber es stimmt, man hat eben mit diesen Ängsten dann zu tun, dass die Zwischennutzer
Probleme machen. Und wir versuchen von Super, dass wir eigentlich diese Wogen glätten und glatt auch als Ansprechpartner die Souveränität vermitteln und den Ball tief zu halten. Den Ball hochzuspielen ist natürlich politisch interessant und ich glaube, dein Ansatz kommt aus einer anderen Richtung. Darum ist es auch interessant, das zu hören. Ja. Mir wollte nur das da so dazu anmerken. Danke. Eine Frage, die eigentlich hauptsächlich an Super und Disposed geht, also ganz konkret hier in Salzburg, kulturelle Nutzung von Leerständen. Wie ist es, denn zu den bisherigen Projekten gekommen? Also wie ist es zu den Kontakten gekommen von Initiativen, von kultureller Nutzung, die jetzt bereits vorhanden sind? Seid ihr da auf Leute zugegangen? Sind die auf euch zugekommen? Passiert es hauptsächlich über die Plattform, die Vernetzung? Das würde mich einfach generell interessieren. Okay. Wie ist es zustande gekommen? Also wir haben jetzt aus einem langen oder längeren Prozess heraus, wo immer wieder Zwischennutzung Thema war, also es gab eben, begonnen hat das Ganze in Schallmoos vor einigen Jahren bei der Entwicklung, bei dem Entwicklungsprojekt, Stadtteilentwicklungsprojekt Schallmoos West, wo es um den Ausbau des Bahnhofsbereiches ging und es war ein großes Bürgerbeteiligungsprojekt und wir als Kulturinitiative Periskop ist eben so ein Segment, in dem ich auch arbeite und denke, sind da hingegangen und haben eigentlich mit den Bürgern, mit den Anwohnerinnen in diesem Prozess diskutiert, auch mit der Stadtplanung gemeinsam. Und da war immer wieder diese Idee des Leerstandes, der Zwischennutzung und auch so ein bisschen die Typologie des Stadtviertels Schallmoos ist eben schon so ein Ort, wo es noch Gstätten gibt und wo auch diese Idee ist, dass eigentlich diese Gstätten das sind, was die Lebensqualität auch in dem Viertel zum großen Teil auch ausmachen. Also in diesem ganzen Prozess wurde das dann mal angestoßen, dann gab es ein Fachbeirat, wo auch Leute von Super, Super gab es ja damals noch nicht, Fachbeirat für bildende Kunst drinnen waren, war auch Leerstandsnutzung ein Thema, das ist dann so in den Landeskulturbeirat reingeschwappt. Dann gab es eine Arbeitsgruppe, wo auch Roman Höllbacher mit dabei war, also Arbeitsgruppe Leerstandsmelder in Kooperation mit dem Dachverband Salzburger Kulturstätten. Also es gibt ja diesen Leerstandsmelder für Salzburg, den es ja in allen deutschen oder in vielen deutschen Städten und auch in Wien gibt, wo es rein darum geht, so eine quantitative Aufzählung von Leerstand zu machen. Also da kann jeder und jede Person melden, wenn sie Leerstand im Stadtraum dann auch sieht. Aus dem heraus, also als man das implementiert hatte, das liegt so beim Dachverband, die Verwaltung und jetzt mittlerweile auch bei Super, kam dieses Bedürfnis nach einer qualitativen Leerstandsvermittlung. Also auch diese ganzen Fragen, die dann auftreten. Und zu dem Zeitpunkt hatte man, das erklärt sich schon aus den Worten, die ich bisher gefunden habe, schon mit so vielen Menschen geredet und über Jahre eigentlich schon solche Gespräche geführt und sich den Mund fusselig geredet, dass dann auf einmal sehr viele Leute im Boot waren. Also vor Disposed gab es ja in der Rauchmühle die Zwischennutzung von auch den Festspielen, wo das Gebäude mal adaptiert wurde. Dann gab es noch eine kurze dreitägige Zwischennutzung von Goldilocks Effects. Und dann kam eben auch Disposed mit rein, also da gab es so eine Awareness, so eine schrittweise Annäherung und so einen Sichtwechsel auch von allen Beteiligten. Und es ist ein langsamer Prozess und auch die Leute, die sich dann im Verein gemeldet haben, mitzuarbeiten, waren alle auf ihre Art und Weise schon an diesem Projekt interessiert, hatten in Arbeitsgruppen mitgearbeitet und so kommt dann dieses Netzwerk zustande. Und Periskop selber hat eigentlich in Schallmoos ganz gute Wurzeln und kennt auch einige Leute, also über Gespräche, die hier auch Raum besitzen und auch gute Kontakte zur Stadtplanung. Also es ist alles so gewachsen eigentlich. Hast du auch die Leute gemeint, die das zwischennutzen wollen, oder? Also die Zwischennutzer, wir haben jetzt mehr als 30 Anfragen, ja. Die wir deswegen so kategorisieren. Ja, in Events, in Oberräumen, in Studios. Ja, das ist jetzt eh laut genug, ich glaube, es hört jeder. Ja, wir versuchen, also ich wollte auch gerne mit dem Herrn gleich im Nachhinein von der GSWB sprechen, weil es gibt für Events zwei Anfragen. Eine ist auch da, der Johannes. Wo ist der? Der ist da gewesen. Ist er jetzt schon wieder draußen? Nein.
Ist wurscht. Ich hätte also da, wenn wir uns vielleicht unterhalten könnten, was von Ihrer Seite her möglich ist, dann könnte man da nämlich auch schon vermitteln oder Netzwerken. Genau. Also unsere Rolle ist eigentlich die, Brücken zu schlagen. Ja. Im Idealfall sind wir bis auf die Information und diese Brückenschlagsqualität unsichtbar und die Projekte funktionieren und kommen dann ins Rollen. Ja. Gibt es zu diesem, dieser Fragestellung noch eine Wortmeldung? Fabian? Also bei uns, muss ich sagen, hat sich da ganz viel einfach von selbst getan. Also unser Beitrag dazu war die Entwicklung oder auch die Umsetzung dann von so einem Projekt. Aber ich denke, wir haben weder großartig Kommunikation nach außen betrieben, noch die Sachen großartig ausgeschrieben. Also natürlich an der Hochschule oder teilweise an verschiedenen Hochschulen und über Facebook. Aber es ist jetzt nichts, dass wir großartige Kampagnen gestartet hätten, um da Publikum oder Inhalt zu generieren, sondern der Beitrag, den wir geleistet haben, ist, das Ganze anzugehen und umzusetzen. Und ich glaube, der Grund, warum es dann zustande kam, ist, weil der Bedarf dazu da war, weil die Leute danach gesucht haben oder zumindest Ideen hatten, wie man solche Freiräume nutzen kann und welches Potenzial darin liegt. Also die kurze Antwort wäre von selbst. Wobei Salzburg natürlich einen von selbst auch stark begünstigt, wegen seiner Größe. Ja. Wir haben noch zwei Wortmeldungen im Hintergrund. Wer möchte? Roman? Hannes? Roman? Zwei Sachen möchte ich kurz anmerken oder vielleicht ergänzen. Es ist auch letztendlich gefallen und möchte darauf hinweisen, dass der Leerstand hat eine Doppelstruktur sozusagen, ja, oder eine in sich widersprüchliche Situation eigentlich. Und mit dem muss man auch lernen umzugehen. Weil die Vorstellung, wenn alle Räume besetzt sind, dann gibt es natürlich keinen Leerstand und dann gibt es auch nichts, wo man hineingehen kann. Und das heißt, es muss auch sozusagen, man muss mit der Zeit leben können, dass Dinge auch leer fallen sozusagen. Und dann können diese leeren Räume Dinge aufnehmen, von denen man nämlich jetzt noch gar nicht weiß, was es vielleicht in Zukunft sein wird. Und das ist etwas, was man, glaube ich, stärker mitdenken soll, auch bei diesen Dingen. Das hat durchaus einen strukturell philosophischen Hintergrund letztendlich. Aber es braucht sozusagen auch, und das ist auch etwas, was sozusagen der Kapitalismus quasi immer wieder abwirft, ja, dass es Räume gibt, die auf die Art und Weise mal leer gehalten werden für eine Zukunft, die wir noch nicht kennen, sozusagen. Das gilt für Flächen wie für Räume. Und diesen Aspekt wollte ich einfach mal sozusagen festmachen. Und das Zweite, das ist sehr schön bei diesem Projekt rübergekommen, das du beschrieben hast, das jetzt in Wien macht, gerade so im privaten Immobilienentwicklungsbereich. Ja, das unterscheidet uns jetzt ein bisschen von dem, was hier passiert oder was man ganz genau was man vorhat. Aber diese Immobilienprojekte, die es auch gibt, sind oft sehr hypothetisch. Ja? Also man überlegt sich Dinge, die, sage jetzt einmal, sehr ins, man kann sagen, im positiven Sinn visionär sind, aber manchmal sehr wenig Inhalt in Wirklichkeit haben. Also da gibt es immer wieder, was braucht man, ein Hotel, das sind immer diese Nutzungen, die dann vorgegeben werden, die es in Wirklichkeit eigentlich gar nicht gibt, ja? Die sich halt Immobilienentwickler einfallen lassen, damit sie dem sozusagen einen Namen geben. Und das Interessante bei dem Projekt bei euch ist, dass es da konkrete Überlegungen gibt, was man machen kann, und mit dem besetzt man eigentlich dieses Objekt in einer positiven Art und Weise neu und lebt nicht sozusagen in dieser Fiktionalität des Immobilienentwicklens. Und das finde ich eigentlich das besonders Spannende an diesen Dingen. Das heißt, man schafft, man eignet sich so einen Raum auf die Art und Weise für eine sehr sinnvolle Nutzung an und nicht für eine, die sozusagen der Immobilieninvestor erfindet. Und das ist ja auch oft negative, hat ja oft auch negative Auswirkungen im Stadtbereich, ja, im Stadtbild, wenn man sich das, alle Diskussionen gerade in Wien, wenn man sie anschaut,
Eislaufverein oder solche Dinge, wo sehr spekulative Dinge sozusagen im Raum stehen, die gesellschaftlich jedenfalls kritisch zu betrachten sind. Also das würde ich nochmal ansprechen. Margot? Ja, ich glaube, es ist deswegen auch sehr wichtig, um Leerstand, was natürlich ein sehr negatives Wort ist, nicht als Leerstand zu nutzen, aber als ungenutzte Ressourcen. Weil im Prinzip ist Leerstand sind ganz viele Ressourcen, die ganz schnell und flexibel in einer Stadt genutzt werden können und eigentlich immer existieren sollen, um schnell auf Entwicklungen einzugehen, die in normaler Immobilie eigentlich nicht möglich ist. So, man soll, glaube ich, auch in der Terminologie etwas ändern und wirklich von Möglichkeiten sprechen und Herausforderungen und nicht immer von Problemen, weil im Prinzip können wir ganz viel damit machen und muss wir das noch erlernen anscheinend. Darf ich dazu noch was fragen? Okay. Ja, also wie man schon sieht, ich bin von Refugee TV. Ich habe das T-Shirt eher zufällig heute an. Ich war gestern nämlich noch bei einer Nachmittagsbetreuung, habe dort mit Kindern gespielt und die haben mir da überall herumgerissen und das ist auch irgendwo eingerissenes T-Shirt hier. Refugee TV, die Idee hinter Refugee TV ist, dass wir Flüchtlingen, Menschen, die im Exil leben, die Möglichkeit bieten wollen, wieder die Medienberichte aus ihrer Perspektive zu machen. Also nicht, wir machen Medienberichte über Refugees, über Flüchtlinge, über Menschen, die irgendwoher nach Österreich oder Europa emigriert sind, sondern wir bieten Menschen aus dem Medienbereich, also Journalisten, Filmemacher, Reporter, Anchorwomen, Anchormans, die Möglichkeit, wieder mit Equipment Fernsehberichte zu machen. Und wir stellen die dann auf Events, gibt es dann die Berichte, wir haben eine Homepage, wo das ausgestrahlt wird. Wir haben vor kurzem in der AGE bei Digital Spring waren wir dabei und wir veranstalten jetzt im Oktober ein Films in Exile Medienfestival. Und dafür sind wir jetzt auf der Suche nach einem Leerstand. Genau, bin jetzt schon mit Super in Kontakt. Ich bin mit Dispost nicht direkt in Kontakt, aber ich weiß auch nicht, wie es bei euch weitergeht. Ich habe mich schon in Verbindung mit Prisma gesetzt, habe aber noch keine Antwort bekommen. Und ja, also wir sind auf der Suche nach einem Raum, wo man für 200 Leute zwei, drei Tage ein interdisziplinäres Medienfestival. Also wir brauchen einen großen Raum für Filme schauen und zwei, drei Räume für Workshops. Zum Beispiel dieser Raum hier, der wäre schon sehr passend für uns. Also falls wer etwas anzubieten hat, diesen Raum oder einen anderen Raum, der für uns passend wäre, dann bitte gerne mit mir in Kontakt treten. Okay. Ja, die Frage war sehr spezifisch, Bernhard. Ihr sitzt in einer sehr trauter Einheit auf einer Bank, Udo und Bernhard. Ich hätte eine Frage, und zwar, welche politische Dimension hat das Ganze? Du hast angesprochen, unsolidarisch. Du hast auch die Stadt angesprochen und die Nutzung der Riedenburg-Kaserne. Mich würde interessieren, der Blickwinkel, den ihr beide dazu habt, welche politische Dimension das Thema hat, vielleicht auch bekommen wird und was sich aus eurer Sicht vielleicht ändern sollte? Das gibt mir gleich die Gelegenheit, die geplante Republik zum Udo Heinrich zu machen, den ich sehr schätze, aber inhaltlich sind wir manchmal unterschiedlicher Meinung. Was ich an seinem wirklichen Vortrag kritisiere, ist, ich habe nicht die privaten Wohnungseigentümer zu verteidigen, das ist nicht meine Aufgabe und nicht mein Sinn, aber so zu sagen, wie du das getan hast, die 3500 Wohnungen sind zu mobilisieren, stimmt das nicht. Das ist ein Erwecken falscher Hoffnungen und führt zu politisch falschen Antworten, aus meiner Sicht. Ich halte jedenfalls nach der jetzigen Gesetzeslage und nach den politischen Entwicklungen mittelfristig ist nicht für machbar, diese 3500
und auch die Zahl ist fraglich, aber wenn es 3000 sind, ist jede Wohnung zu viel, wenn sie leer steht. Für mobilisierbar. Es ist die Frage, ob es auch wirklich gescheit wäre, dass man so eine große Anzahl privater Wohnungsmarkt wieder aussetzt, sozusagen auch in der Selektion, wer darf denn dann diese Wohnung haben, ob das wirklich die richtige Strategie gesellschaftspolitisch wäre. Ich bin nicht nur, weil ich jetzt seit 6 Jahren Geschäftsführer in einem gemanagten Unternehmen bin, ich halte es für einen großen Vorzug Österreichs, noch über ein sehr gut funktionierendes gemeinnütziges Wohnungswesen zur Verfügung. Ich war vor 2 Tagen in Berlin und habe auch gesehen in den Gesprächen in Berlin, dass Berlin unter anderem deswegen leidet, weil es diese Gemeinnützigkeit in Deutschland nicht mehr gibt. Und das ist also die politische Dimension im Bereich des Leerstandes und des Wohnungswesens, dass man die Gemeinnützigkeit stärken muss und vermehrt daher auch im Neubau investieren muss, weil man sonst die Wohnungsnachfrage im leistbaren Bereich nicht mehr befriedigen kann. Das zum Bereich der Wohnungen, zum anderen Leerstandsbereich. Noch eine Kritik am Vortrag zur Regenburg-Kaserne. Da muss man schon hervorheben, und das tue ich bei jeder Gelegenheit, weil sich die Stadt da sehr vorbildlich verhalten hat in der Vorstufe der Entwicklung, weil die Stadt eine Vorbehalt angedroht hat, für die Regenburg-Kaserne in der Umwidmung eine Vorbehaltsfläche über 70% der Fläche zu legen für geförderten Mietwohnbau. Und das ist im Land Salzburg einzigartig. Es gibt keine Landgemeinde, die Vorbehaltsfläche nutzt für den geförderten Mietwohnbau. Das gibt es nur in der Stadt. Und das ist so vorbildlich, dass ich das bei jeder Gelegenheit betone. Und da kann man der Stadt an dieser Stelle überhaupt keinen Vorwurf machen. Und die SIFPEC hat erheblich weniger erlöst, wenn diese Androhung mit der Vorbehaltsfläche von der Stadt nicht ausgesprochen worden wäre. Wenn dieses Kasernengrundstück in einer Landgemeinde wäre, dann hätte die SIFPEC wirklich Millionen Geschenke bekommen. Das muss man der Fairness halber zugunsten der Stadt sagen. Zu den anderen Leerständen kann ich nur sagen, dass es grundsätzlich ja dann immer so ist, wenn man eine temporäre Nutzung hat, dass das in den meisten Fällen für den Standort eine Aufwertung bringt. Meistens ist damit dadurch das Leben da ist, dass also nicht diese Ausstrahlung, diese tödliche, die leerstehende Gebäude haben, nicht da ist, auch der Standort dann profitiert, und so wird das hier auch sein. Soweit meine Replik auf den Urheimnis. Soll ich was dazu sagen? Also der erste Punkt, diese 3500 Wohnungen, das habe ich eigentlich zitiert, das ist nach der Studie des SIR. Die Zahl und auch, dass sie mobilisierbar sind, das stimmt ja nicht. Doch, das steht auch in dieser Studie drin, dass diese 3500 mobilisierbar seien. Ne? Das ist eigentlich ein Zitat gewesen. Und wenn das so ist, ist das natürlich schon eine Dimension, die man einfach sich, da muss man sich klar sein, dass das eine große Dimension einfach erstmal ist. Ne? Aber sie sind ja nicht mobilisierbar. Die Diskussion gibt es schon seit 30 Jahren und es ist kein einziges mobilisiert. Ja. Der zweite Punkt, den ich mit der Flächenwidmung und dem Wertzuwachs aus der Widmungsänderung gemeint habe, kann man vielleicht ein bisschen besser in der Rauchmühle darstellen. Dort ist ja ein großer Altbestand da, und es geht nicht nur um diese geförderten Wohnungen, da hat die Stadt ihre Position, das will ich gar nicht in Abrede stellen, aber es kommt ja auch darauf an, eine größere Nutzungsdurchmischung hinsichtlich niederschwelliger Angebote, hinsichtlich tertiärer Nutzungen in den Erdgeschosszonen in so einem Quartier dann auch möglich zu machen. Und solche Mittel
solche Werkzeuge hätte die Stadt in der Hand und sie nutzt sie oft nicht. Ne? Wie man jetzt bei der Rauchmühle gesehen hat, dort ist eigentlich das Wohnen, zumindest mal im Wettbewerb, die ausschließliche Nutzung gewesen. Und das ist einfach schade, weil man genau weiß, dass in diesen alten Industriearealen das Wohnen die schlechteste Nutzung eigentlich ist in den alten Industriegebäuden. Und es einfach schade ist, wenn Wohnen und Arbeiten nicht zusammengebracht wird. Das sind doch die Sachen, die diskutiert gehören. Ich meine, wir leben in einer Stadt, wo beides möglich sein muss, eigentlich auf jedem Bauplatz. Ne? Und diese Trennungen, die alte Flächenwidmung festgelegt hat in Gewerbe, Industrie und Wohnen, einfach nicht mehr aktuell sind, meines Erachtens. Gibt es Wortmeldungen aus dem Auditorium? Ja, bitte. Ja, ich möchte mich an erster Stelle mal bedanken bei der GSWB und auch an der Initiative Architektur. Also ich bin hier in der Nachbarschaft ein Gastwirt, der sich natürlich freuen wird, wenn hier mehr Leben ist, ganz klar. Und dieser Dank ist vielleicht etwas, was heute zu wenig ist. Aber es gibt auch viele Fragen und die größte Frage ist, die Leerstände, die wir gehört haben, das sind innovative Ideen, die irgendwie von unten kommen. Die sind nicht von oben geplant, von irgendwelchen Politiker, sondern sind Leute wie die Studenten, die sagen, wir wollen das machen, brauchen wir einen Raum, ah, da gibt's was, na vielleicht kriegen wir ihn. Nach 20 Mal, irgendwann mal beißt er an und man kriegt das und man entwickelt was. Und ich glaube, diese Dimension in der Planung, in der Stadtplanung ist viel zu wenig. Auch bei dem Areal hier. Die Bevölkerung ist immer wieder informiert worden, aber es wurde eigentlich nie gefragt, was wollen wir eigentlich hier, sondern uns wurde herrschaftlich etwas vorgesetzt. Und die Macht wurde ordentlich demonstriert, also bei der, Entschuldigung, wenn ich das jetzt hier erwähne, öffentlich, bei der Feier, der Übergabe der Kaserne vom Militär, wo die Bürgergarde aufmarschiert ist und wo die ganze Prominenz aufmarschiert ist, vom Bürgermeister bis hinunter, wurde die Bevölkerung ausgeschlossen. Wahrscheinlich aus Angst, dass wir sagen, es gefällt uns nicht oder keine Ahnung, ich weiß es nicht. Es wurde abgesperrt. Ja? Wer dafür verantwortlich ist, weiß nicht. Aber das ist das System, das uns Bürger entgegenschlägt. Eine kalte, also das ist der emotionelle Eindruck, eine kalte Macht, die was oben entscheidet. Und die vielen kleinen Mädchen, die auf der Straße stehen, und den Kaiser anschauen und sagen, der ist ja nackt, ja? Die werden nicht gehört. Also meiner Ansicht nach, ich bin da nicht alleine, weil ich rede mit vielen Leuten, entstehen heutzutage sehr viele nackte Projekte. Beton, Kalt, Styropor, Plastikfenster, kontrollierte Wohnraum, Belüftung, die niemand kontrolliert, nach 3 Jahren schimmelt alles. Jetzt schon am Stadtwerkareal, ja? Zum Beispiel, kann man mit freien Augen sehen. Unglaublich, was da passiert. Also irgendwie die Mode, die jetzt passiert, Entschuldigung, das ist jetzt, es ist allgemein, weil das ist nicht, wer immer jetzt Wohnbauträger ist, das ist jetzt der Standard und die Standards werden meiner Ansicht nach zu wenig hinterfragt, das wäre wieder die Aufgabe von den Architekten hier, ob sie die Kraft dazu haben. Aber die Bevölkerung, die drinnen wohnt, wird ja auch nicht gefragt, sind sie zufrieden damit? Aha, wieso verstopft sie denn da überhaupt diese kontrollierte Wohnhof? Entlüftung. Naja, aber es ist zu laut. Ja, aber dann funktioniert das System nicht. Dann müsst ihr mehr lüften. Ah ja, machen wir. Dann machen sie natürlich nicht. Also in der Praxis funktionieren diese Häuser nicht. Ja, da kann man mir widersprechen, aber ich kenne viele, viele, viele Einzelbeispiele, wo das nicht funktioniert. Also die Architektur, die Freude machen sollte für den Menschen, die Lebensraum gestalten sollte, die vor allem in solchen Flächen wie hier in der Riedenburg eine große Fläche vorhaben, eine Tabula Rasa, wo man sich wirklich ausdrucken könnte, in einer richtigen Mischnutzung. Nicht? Das ist jetzt kein Angriff auf den Herrn Kopf, weil er macht das, was er gut macht für seine Gesellschaft, macht Wohnungen. Ja? Aber die Frage ist, könnte man nicht auf einen anderen Standort nicht 300, sondern 900 Wohnungen bauen mit demselben finanziellen Aufwand? Und die Bevölkerung, die kleinen Mädchen, die Dinge erkennen, die man spielen lässt, wie dieses Stadtspiel da vom Herrn
Frau Bosnick, finde ich eine wunderbare Idee eines Anfangs vielleicht für zukünftige Projekte, wirklich die Bevölkerung mehr einzubinden. Das, was ja die Stadt mit der Uni Krems eigentlich beschlossen, in vielen Vorträgen uns vorgeführt hat, ist, das wäre die Zukunft. Weil die Ideen, weil was steht eigentlich, was ist der philosophische Hintergrund eigentlich unseres ganzen Seins? Was ist der Mensch? Das sind die Fragen, die einen Architekten natürlich wahnsinnig beschäftigen müssen, damit er auch das Richtige für den Menschen baut. Und ist es noch überhaupt sozial, Sozialbauten zu machen in dieser großen Dimension? Ist das, das kann man hinterfragen, ist das sozial? Einfach nur eine Wohnung zur Verfügung zu stellen und dass das eine schöne Aussicht hat und die Abendsonne genießt und die Bergwelt und vielleicht sind ein paar Freunde, Nichten, Tanten, die man dann solche Wohnungen vermitteln kann, nicht? Also das darf man auch sich überlegen, ob da nicht vielleicht auch ein Missbrauch betrieben wird. Man hört so, man munkelt so, man darf es nicht aussprechen, ja? Aber es ist die Möglichkeit leider da. Und deswegen sehe ich nicht, dass wir sind in der Stadt vom Small is Beautiful und dann werden immer solche Firmen, die mit 100.000 Menschen sozusagen betreuen, ist die Frage, ist das noch zeitgemäß? Wir haben die Flüchtlinge, die zu uns eindringen. Haben wir für die auch einen entsprechenden würdigen Raum? Ich habe jetzt genug gesprochen, habe ich gemerkt. Aber trotzdem, der Dank bleibt, dass das heute hier ist. Und ich glaube, es ist sehr gut, dass auch geredet wird, dass es eine Diskussion gibt, weil das ist eine Demokratie. Wenn immer nur alles von oben kommt, wie besprochen wird, und man keine Möglichkeit hat, man sich zu artikulieren, dann ist irgendwann einmal, denkt man sich, man lebt nicht in einer Demokratie. Jetzt muss ich kurz nachfragen, was wäre dann der Vorschlag von der Bürgerseite gewesen? Ich meine, Kritik zu üben ist immer sehr einfach. Was wäre ein konkreter Vorschlag gewesen? Das ist, danke für die Frage. Das war vor 3 Jahren eine Frage von Journalisten. Ihr seid ja nur dagegen, ihr habt ja kein Gegenmodell. Aber das Gegenmodell liegt in der Luft. Wir haben hier einen Pferdestall, auch hier einen Stall und eine Reitschule. Wo war das in der Salzburger Geschichte noch einmal vorhanden? Da kam ein Jude nach Salzburg in einer sehr schwierigen Zeit nach dem Krieg und hat aus einem Pferdestall und einer Reitschule die Festspiele gemacht. Ja, man hat auch nicht gewusst, was man mit, diesen Gebäuden nutzen soll. Man wollte sie ja wahrscheinlich abreißen, nicht? Man hat sie nicht abgerissen. Daraus sind die Salzburger Festspiele gestanden. Jetzt haben wir hier diesen Platz, vergleichbar mit dem Residenzplatz. Der Erzbischof hat viel Unheil gebracht, damals diesen Residenzplatz zu schaffen. Viele Familien mussten aussiedeln unter Zwang. Und jetzt ist dieser Platz einer der schönsten Plätze der Welt. Und hier wäre die Möglichkeit, ohne dass man absiedeln muss, etwas zu gestalten. Und zwar, was ursprünglich gedacht war. Hier eine gemischte Nutzung. Und nicht nur Wohnungen, es war eine gemischte Nutzung gedacht. So. Und unsere Idee ist eben, oder die heißt ganz, ist eine kulturelle Sache, was fehlt in Salzburg, ist die Frage. Die McKinsey hat eine Studie herausgebracht, How to make a city great. Und in dieser Studie von McKinsey wird nicht gesagt, wir müssen Wohnungen bauen, Arbeitsplätze schaffen und so weiter, Infrastruktur, sondern wir müssen die kulturelle Attraktivität der Stadt fördern oder erhöhen. Daraus habe ich mich gefragt, was fehlt in Salzburg? Und in Salzburg fehlt viel. Salzburg könnte eine Studentenstadt sein, weil es viele Studenten attraktiv ist. Und Salzburg kann, es fehlt das Festspielmuseum, es fehlt ein Sound of Music Museum, es fehlt das Museum überhaupt. Es fehlt Proberäume für die Fuchs, die sitzt im Keller. Wir müssen unsere Kultur wieder präsent machen, wir dürfen die Kultur nicht verstecken. Das Mozarteum ist versteckt vom Mirabellgarten, der Mirabellgarten ist tot. Weil die Musik muss wieder sichtbar werden, wir müssen in die Kultur investieren, wir müssen offensiv für die Kultur sein, damit wir unsere freie und schöne Kultur auch den kommenden Gästen attraktiv machen. Und das ist die Idee, die das heute das erste Mal präsentiert. Und ich habe die große Hoffnung, das möchte ich noch sagen, ich habe die große Hoffnung, dass noch ein Umkehrschwung entsteht in den Kopf auch der Stadtväter und der Politik und vielleicht auch der Eigentümer, ja, dass man aus diesem Platz wirklich etwas für alle machen kann. Für die ganze Welt etwas zum Staunen, wo man herkommt und sich sagt, da ist wirklich was entstanden, da ist was Großes hier. Und die Rettung kommt immer in letzter Sekunde, bei jedem Bond-Film. Da
Dankeschön. Elisabeth, Stefan? Alle reißen sich ums Mikro. Nee, ist mir nur ein kurzes Anliegen, da ist was dazu zu sagen, weil ich diese Reden auch ganz gut kenne und auch sehr gut verstehen kann, aber das ist doch so ein großes Abstraktum jetzt geblieben, was man hier machen kann. Und eigentlich die Vorstellung von, was man an einem Ort sieht, ist eh klar. Nee, aber die Vorstellung, was man an einem Ort sieht, diese Art der Rede kenne ich schon ganz gut. Und die ist immer deshalb auch abstrakt, weil es so ein großes Ding ist. Und es macht eigentlich auch Sinn, wenn wir unsere Haltung zum Raum und zum Stadtraum und zum öffentlichen Raum neu überdenken. Das ist nämlich eigentlich der Kern dessen, wie powerful, also wie enabled, also wie stark fühlen wir uns und welches Gefühl haben wir, dass wir auch wirklich was verändern in der Nutzung, also verändern können in der Nutzung. Und das ist halt leider sehr oft schon sehr passiv und eigentlich erstarrt. Und aus diesem Bürgerbeteiligungsprojekt in Schallmoos, ich muss da doch noch mal kurz erzählen, weil das ein Prozess ist, der jetzt auch schon eine Zeit lang her ist, sind sehr viele Bürgerinnen und Bürger hervorgegangen, die sich dann plötzlich nicht mehr so erlahmt gefühlt haben. Also die eigentlich die Möglichkeit hatten, ihr wünscht dir was in so einen Topf reinzuwerfen. Und am Anfang, man konnte es genau sehen, es gab 4 oder 5 so Stadien. Also ich breche da gerade eine Lanze für Beteiligungsprozesse, das steckt jetzt im Kern dieser Redeäußerung. Hat man gesehen, dass die Leute zurückgehalten haben. Sie haben sich gedacht, okay, ich werde so mal eine Frage reinwerfen, aber da wahrscheinlich das nächste Mal ist das wieder nicht aufbereitet oder da geht man nicht drauf ein und so. Und das Schöne an diesem Prozess war, dass das beim nächsten Mal, und wir sind alle gewachsen mit jedem Mal, wieder am Tisch war. Und man hat dann drüber geredet und hat das wieder ausgearbeitet. Und plötzlich hatten auch die Leute, die vielleicht jetzt nicht Kulturarbeiterinnen sind oder eine konkrete Initiative im Hinterkopf bereits hatten, die Möglichkeit, Ideen zu finden. Und das ist es eigentlich, also wir werden jetzt dann später einen Stadtspaziergang machen, wo jeder und jede von uns, die jetzt auch nicht konkret was umsetzen möchte, diese Frage und diesen Anspruch auch an den öffentlichen Raum reinlegen sollte, wie möchte ich, dass meine Umgebung ausschaut? Und so klassischerweise kaufen die Leute ja immer diese Grundstücke neben der Autobahn und denken sich dann, okay, wie baue ich das innen ein, wo stelle ich den Fernseher hin, wo ist die Couch? Und nach 3 Jahren denken sie sich, ich hätte gerne einen Balkon und kommen drauf, okay, die Aussicht ist scheiße. Und dann kommt die Forderung nach den Lärmschutzwänden. Und das ist so ein eintrainiertes Verhalten, dass man einfach zuerst seinen kleinen Mikroraum sieht und diesen größeren Radius dann erst nach und nach dazu baut. Und es gibt dann so diese Momente, wo man sich, wenn man sich Zeit nimmt, ganz genau sieht, was nicht passt. Also ich würde jetzt dann tatsächlich mal raten, spazieren zu gehen, ohne diese Intention, ich möchte von A nach B und habe jetzt das und das vor, sondern ziellos spazieren zu gehen und sich zu überlegen, welche Räume sieht man und was kann man als Potenzial erkennen. Und das ist tatsächlich auch Arbeit. Arbeit an einem selbst, an den eigenen Erwartungen und an diese Idee, wie man vielleicht auch möchte, dass die Stadt ist. Und da geht es natürlich immer leichter zu sagen, okay, Stadtentwickler, macht mal und tut mal. Am leichtesten geht das, wenn auch der Druck und das Interesse von unten, von uns allen auch dann da ist. Und im Idealfall, wenn es dann auch so Plätze gibt, wo man sich dann vernetzen kann und sagen kann, okay, ich habe ein ähnliches Interesse oder nee, halt mal, das sehe ich ganz anders, was wäre, wenn wir es so tun. Und auf die Art und Weise können sich dann auch solche Projekte entwickeln. Und das ist nicht so, dass man das, also ich würde sogar sagen, es ist schon zu hierarchisch, wenn man sagt, okay, der Eigentümer muss jetzt dazu einladen. Man kann auch sich mal in Gruppen dazu formen und eine Haltung entwickeln, zu ganz vielen Dingen. Also es ist eigentlich, es wird schon ein allgemeines Lamento über, entwickeln wir doch Haltungen und Werte, aber man lebt dann eigentlich so viel besser und leichter. Ja, Ende. Gelände. Gutes Schlusswort. Genau, wir müssen auch zu einem Ende kommen. Möchte mich bedanken bei allen Teilnehmern, Mitdiskutierern. Wir könnten wahrscheinlich eine Stunde jetzt diskutieren.